Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Heute hier im Nebel. 9 Uhr? Nee, Nebel ist immer so gegen Mittag, ne? Seltsamerweise. Muss Nebel nicht eigentlich morgens sein? Egal. Jedenfalls, wir haben gestern am Ende der Folge einen Bären erlegt. Mit den bloßen Händen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Du bist da jetzt schon wieder ein Bär. Ja, wir haben mit den bloßen Händen einen Bären erjagt. Und wir müssen ihn gleich wiederfinden. Und Freunde, ich habe ein kleines Problem. Ich habe zu Hause ein ewiges Terrarium. Das steht übrigens dort. Ich sehe es immer beim Aufnehmen. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine einzige Fruchtfliege reingetan. Da sind jetzt mittlerweile 100 drin. Mindestens. Also, wenn du rauf guckst, siehst du nur Fliegen. Und ein anderes Insekt habe ich auch noch drin. Also alles, was sich in die Wohnung wagt, stopfe ich quasi da rein. Und, also als Strafe. So. Ich frage mich jetzt halt, würde es was bringen, wenn ich jetzt in den Keller gehe, nach einer Spinne suche und die Spinne da reinsetze? Meint ihr, das würde funktionieren? Meint ihr, ich kann damit die Spinnen ausrotten? Nur mal so unter uns. Die Polizei muss das nicht wissen. Nein, Spaß. ich frage mich, ob ich da nicht einfach eine Spinne reinsetze und die Spinne dann quasi ein schönes Leben hat. Weil dann hätte ich ein schönes Haustier, eine schöne Spinne. Was ist denn mit meinem Messer passiert? Ich hab jetzt nicht ernsthaft mein Messer verloren, oder? Das Problem ist, wenn ich jetzt in den Keller gehe und nach der Spinne suche, dann wird da keine sein. Was ist mit meinem Zeug passiert? Hier war ein bisschen mehr. Ich weiß es ganz genau. Oder habt ihr andere Vorschläge, wie ich jetzt mit meinem Fruchtfliegenproblem fertig werde? Das Ding ist auch, ich habe einen Eingang, der ist hermetisch abgeriegelt, sodass innen natürlich immer noch ja, dieser ewige Kreislauf herrscht. Und in diesem Eingang, ich weiß nicht warum, aber die Fliegen haben sich entschlossen, da einen Friedhof zu bauen. Das heißt, da sind jetzt ungefähr 75 kleine Fruchtfliegen auf dem Boden. Also auf dem Boden, ja. Vielleicht sollte ich euch das mal zeigen in einem separaten Video. Und dann kann man das vielleicht mal zusammen irgendwie versuchen zu klären. So, wir brauchen jetzt ein Combat Knife. So. Ich wollte euch heute einfach mal fragen, ob ihr vielleicht eine Lösung wisst für mein kleines Fliegenproblem. Wenn ihr wollt, kann ich dazu separat ein Video machen, euch das Ganze mal zeigen, wie es bei mir aussieht. Also nicht in der Bude. Das zeige ich eventuell erst in einem Jahr oder so, wenn die neue Couch da ist, wenn der Balkon fertig ist. Ich und Regi haben einfach noch so viel vor. Ja, ist halt noch nicht fertig. Deswegen möchte ich es einfach noch nicht zeigen, weil ich könnte zwar ein Vorher-Nachher machen, das wäre natürlich schön und so, aber ich komme aus einer russischen Familie und das sind halt immer so, ja, die Russen sind halt stolz. Sie haben sehr viel Stolz. Und deswegen zeigen sie eigentlich ungern unfertige Sachen, gerade was Haus und Wohnung angeht. So, jetzt rede ich hier die ganze Zeit Scheiß, weißt du, und 15 brauche ich, ne? Jetzt habe ich 16 am Start. Okay. Gut, weg von diesem ewigen Terrarium. Ich habe momentan halt Nachtschicht, weißt du, ich arbeite. Gehe dann schlafen, wache auf und sehe als erstes mein ewiges Terrarium und sehe einfach da 1 Milliarde Fliegen drinne. Und ich wollte mir halt einfach überlegen, wie ich der Sache jetzt Herr werde. Weil wenn ich jetzt nicht handle, wird da höchstwahrscheinlich eines Tages richtig Chaos ausbrechen. Also richtig Chaos. Also nicht nur so ein bisschen, nein. Da wird alles schwarz sein von diesen Fruchtfliegen, die sich einfach vermehren. Und ich weiß nicht, wie die sich vermehren. Wahrscheinlich brüten sie die Eier auf den Leichen der Eltern, weißt du? Und fressen dann die Eltern auf.
leben dann einen Tag, legen währenddessen wieder Eiern auf ihre Eltern und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ist das so ein ewiger Kreislauf von Fliegen, dass sie sich voneinander ernähren? Keine Ahnung. Ich verstehe einfach nicht, wie sie es geschafft haben, sich so rasend schnell auszubreiten, ohne irgendwelche Nahrungsmittel. Gut, sie haben Pflanzen. Gut, ich weiß nicht, was fressen Fruchtfliegen? Verdorbene Früchte. Aber was fressen sie da drin? Ne? Das sind keine Früchte. Ja gut, ich habe einmal eine ganz, ganz kleine Frucht von draußen reingelegt, einfach nur zu gucken, was passiert. Vielleicht ernähren sie sich seit einem Jahrhundert davon. Aber ansonsten fällt mir halt auch nichts ein, wovon die sich ernähren könnten, weil es ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Ne? Kann es halt nicht nachvollziehen, dass die sich so krass vermehrt haben. Messer habe ich dabei, ne? Ja. So. Ich kann mich an dieses Bild erinnern, dass wir von hier irgendwie kamen. Da ist der Bär, da ist die Straße. Wir müssen von da gekommen sein, ne? Muss ich nur den Bären wiederfinden. Dann ist alles Tutti. Aber ich bezweifle, dass ich ihn wiederfinde. Bin nicht gut in solchen Dingen. Also im Wiederfinden. Bin gut im Verlieren. Oh, da bin ich Profi drin, Freunde. Ich sollte in der ESL spielen, weißt du? Aber hinten? Oh, zum Glück liegt er auf der Straße. Natürlich läuft da wahrscheinlich gerade Mama Bär durch die Gegend und passt auf Papa Bär auf, währenddessen er schläft. Tatsächlich. Hau ab. Verschwinde von der Leiche. Trauere woanders, aber nicht hier. Schleichen wir uns an. Ich muss nur auf den Bären klicken. Wenn ich es schaffe, auf den Bären zu klicken, wenn ich danach sterbe, ist mir scheißegal, weil der Loot dann auf dem Boden liegt. Jetzt zieh dich, Bär. Das ist meine Leiche. Nein! Ich hab vergessen zu zielen, oder? Bring mich zum Bluten und geh dann weg. Ich bin tot. Diesen Typen, ne? Gott. Nein, ich wollte doch noch die anderen Sachen weglegen. Was ist denn das für ein Bär? Der ist doch auf der Seite der Fliegen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Die haben sich gegen mich verschworen. Warum ist da direkt noch ein Bär? Wer denkt sich sowas aus? Ja, super. Geilo. Alter, freue ich mich. Wo ist meine scheiß Waffe da? Mache ich jetzt kaputt, den Typen, ey. Super, Axt ist auch am Arsch. Danke, Bär. Danke. Was hätte ich, ey? 7 Schuss werden ja wohl für dich reichen. Ich habe vergessen zu zielen bei der Pistole. Ich habe einfach drauf losgeschossen. Und durstig bin ich auch noch. Aber mein Wasser liegt auch da, ne? Sag bloß jetzt, der tötet mich und läuft weg. Ist klar. Da sind mir die Liebsten, Leute. Da sind mir die Liebsten, ey. Ich wollte doch nur den Bären aufschlitzen. Wo ist er hin? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Er ist einfach abgehauen. Manchmal, ich. Dieses Spiel hasst mich einfach. Es hasst mich. Abgrundtief. 4 Units? 4? 2. Wow. Ich ziehe mir das ganze Ding hier rein. Komm, gib mir alles. Gib mir einfach alles. Ich hätte mit dem Auto herfahren sollen, den Typen überfahren sollen, ne? Übrigens, ja, meine Augen sehen ein bisschen müde aus, weil ich gerade aufgewacht bin.
aus wie so ein kleiner Cherico-Indianer, wenn ich aufstehe. In Schlitzaugen. So. Ja, kommen wir gleich mit dem Auto hergefahren und dann ist gut. Willkommen in der Dunkelheit. So. Ich will nur fürs Erste die Dinger hier mitnehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, ich brauche auch nur 4 Stück, oder? Wenn ich jetzt noch einen Bären erlegen muss für diesen Kackbogen, ne, dann drehe ich aber Rad. Ich habe noch nicht genug Munition. Okidokili. So. Ich würde sagen, habe ich da gerade einen Bären gehört? Wehe. So, ich würde sagen, wir hängen hier erstmal die 4 Stück auf, ne? Salz haben wir eh noch nicht. Deswegen können wir uns auch noch kein Hängefleisch machen oder wie das heißt. Ein Hängebauchschwein. So. Boah. Dafür müssen wir erstmal ein paar Zombies erlegen. Dann kriegen wir ganz, ganz viel Salz. Wahrscheinlich liegt hier auch irgendwo noch Salz rum, aber naja. So, schlafen wir. 9 Stunden. Oh, ich bin durstig, cool. Habe ich nicht gerade erst getrunken? So. Dann müssen wir so langsam unsere Wasserversorgung klarstellen, ne? Dass wir Wasser haben. Schauen wir mal. Water Purifier. Ein Eimer, das kriegen wir hin. 8 Steine kriegen wir hin. 8 Firewood kriegen wir hin. 6 Metal Scraps. Ist ja alles kein Problem. Die Blätter nehmen wir auch gleich mit, ne? Und dann. Wir fahren gleich zum Bären, keine Sorge. Ich habe nur so viel auf einmal zu tun. Und ich glaube, den Nebel haben wir gestern übersprungen, ne? Ja. Ich hätte nur so viel auf einmal zu tun und ich. Nehmt diese Axt als gar. Die Axt ist schon weg. Okay. Hä? Hatte ich nicht gerade noch eine Axt in der Hand? Hätte ich schwören können. Habe ich hier noch Äxte? Bestimmt. Jawohl. Okay. Ich brauche Metal Scrap. Ganz viel. Ich nehme erstmal das, was hier rumliegt. Dann liegt das nämlich nicht mehr so viel rum. Und da haben wir noch ein bisschen was. Okay. Check. Metal Scrap. Deine. Und es war nicht genug Metal Scrap. Wo ist mein Metal Scrap? Ah, hier, ne? Ganz links. Natürlich der letzte. Warum auch nicht? Metal Scrap Check. Ein Eimer. Das heißt, ich kann eigentlich direkt mal wieder Metal Scrap mitnehmen. Navigation für Arsch. Und ich stelle hier mal eine allgemeine Frage an euch alle. Wollt ihr sehen, wie ich diese Dinge sortiere und einordne? Ich meine, Behälter werde ich bauen mit euch, aber wollt ihr sehen, wie ich den ganzen Schissel hier, irgendwo hinräume und aufräume, oder denkt ihr euch, nee, lass mal stecken, mach das mal lieber privat, den Scheiß zieh ich mir nicht rein. Meine Frage an euch: Wollt ihr das sehen, wenn ich aufräume, oder wollt ihr es nicht sehen? Okay, ja, okay, ich gebe zu, ich habe den Fehler gemacht und habe vergessen, das andere Zeug mitzunehmen. Da, ich wollte das die ganze Zeit mitnehmen. Ihr habt es gesehen, ich habe es 4, 5 Mal angeguckt, aber ich habe es nicht genommen. Ich möchte bauen einen Eimer. Gib mir einen Eimer, damit ich kotzen kann, wenn ich nochmal so einen verdammten Bären sehen kann. Weißt du? Und dann habe ich diese Kotze und dann schmeiße ich sie ins Gesicht. Drecksau. So. Wir haben einen Eimer.
Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Holz. Jo, haben wir denn noch ein bisschen Holz? Haben wir hier nicht ein bisschen Loot? Und alleine zum Beispiel hier, da, guck mal, da. Nimm die doch einfach in die Hand. Es wäre so leicht. Es wäre so leicht. Ja. So, wir haben hier schon einen angesägten Baum, ne? Irgendwo. Viel zu wenig angesägte Bäume. Da muss auch ein bisschen was passieren. Wir fangen mit dem hier an. Ich meine, wir sägen ihn jetzt nicht an. Wir fällen ihn einfach komplett. Aber wenn wir mal wieder was brauchen. Ich bin so fucking dämlich, ne? Oh! Warum? Warum ist mein Arm verletzt? Kann ich noch einen einsetzen? Damit es schneller geht. Ja. Okay. Zack. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Uff. Und daran denken, Freunde. In diesem Spiel dürft ihr keine Stümpfe stehen lassen. Weil sonst wird dieser Stumpf euer Auto umbringen. Ja, er schnappt sich eine Waffe und wird sich dafür rächen, dass ihr ihn gefällt habt. Was? Achso. Ich meine, was ist denn nun hier passiert? Okay, ich brauche ein bisschen Feuerholz. Gib mir ein bisschen Feuerholz. Wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich? Vier. Das ist nicht viel. Nimm mal fünf. So. Steuerung. Zack. Nehmen wir die gleich mit. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf Nebel, Leute. Bitte kein Nebel. Lass es gut sein. Hatte ich nicht zwei Baumstümpfe? Habe ich nicht gerade zwei Baumstümpfe hier liegen gehabt? Und habe zwei aufgesammelt? Einen habe ich kaputt gemacht und zwei liegen hier. Nee, ist alles richtig. Mathematisch gesehen ist jetzt alles in Ordnung. Okay. So, und damit können wir jetzt unseren Wasseraufbereiter bauen. Und zwar. Kannst du hier nicht weggehen? Ich könnte etwas aus meinem Inventar wegnehmen, aber das würde mir die Challenge versauen. So, hier hatten wir unseren Wasseraufbereiter, ne? So, Wasseraufbereiter. Zack. Zeit, was zu trinken. So. Gucken wir mal. Treebug ist ja jetzt kein Problem. Ist auch kein Problem, ist auch kein Problem. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch wieder 1 Milliarde Flaschen sammeln, ne? Und mit diesen Flaschen werden wir dann unendlich Wasser holen. Na ja, komm. So, ich wollte die Flasche wenigstens leeren. Okay, wir müssen zurück zum Bären, ne? Aber als allererstes. Dafür habe ich eh noch keine Munition. So, aber weißt du was? Das hier räume ich mal ein, damit ihr zuseht und ein Beispiel dafür habt, was wir in Zukunft dann tun werden, wenn ihr euch dafür entscheidet, zuzusehen. Wir werden Dinge in Schränke räumen. So. Mein Auto. Ich dachte schon, dass der Bär hätte mein Auto geklaut. Das wäre es gewesen. Wenn er jetzt hier an mir vorbeifährt und mit dem Mittelfinger zeigt. So. Auto starten und aussteigen. So fährt man Auto, Leute. Man lässt das Auto einfach fahren. Das Bärchen. Steuerung, hallo. Alter, diese neue Patch, ne? Autofahren macht kaum noch Spaß. Ich würde gerne so einen Bären einfach überfahren. Ich würde gerne wissen, ob das funktioniert. Einfach drüber fahren. Einfach drüber fahren. Oh. Stimmt. Ich hab vergessen zu entleeren.
Also nochmal Glück gehabt, Bär. Aber bringt das noch irgendwas hier irgendwie? Füße? Nö, sonst hast du nichts, ne? R to use. No tool. S to use. Okay. Da krieg ich einen raus. Minuten, 15 Minuten. Wieso ist jetzt die Axt am besten? Und hier? Ah, hier ist die Axt nicht am besten. Hier ist das Messer am besten. Und hier ist auch wieder die Axt am besten. Wobei, aus den Füßen kann ich sowieso nichts holen. Ja, gut. Das heißt. Uah! Alter. Selbst als Leiche will mich der Bär noch umbringen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, stimmt. Ja. Die Steuerung. Die Steuerung, Freunde. Ja, guckt euch das an. Habt ihr's? Ich habe nach rechts gelenkt und er ist nicht nach rechts gefahren. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr dieselben Probleme beim Fahren oder bin ich der Einzige, der diese Probleme hat? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch diese Probleme habt mit dem Lenken, dass ihr ab und zu nicht lenken könnt. Geilo. Auto fast am Arsch. Und auch das Bremsen. Das Bremsen ist so. Oh. So, alles noch heile. Oh, geht. Okay. Wir werden gleich versuchen, nochmal loszuziehen, auch wenn es schon verdammt spät ist. Aber eigentlich müssen wir noch ein bisschen was bauen. Wir müssen halt wirklich ein paar Ressourcen noch aufstellen und. Eigentlich sind wir hier zu Hause noch nicht fertig, aber wir müssen eigentlich los, weil uns das Trinken auch ausgeht und wir haben noch so viel zu tun. Leute, ich weiß nicht, was ich alles machen soll. Fix das bitte. Bitte. Fix das. Wenn ich die nächste Staffel spiele, möchte ich, dass dieser Scheiß gefixt ist, ja? Das wäre echt nett. Es wäre richtig, richtig nett, wäre das. Dass du nur einen Teil rausnimmst, aber nicht alles und dann irgendwie aus dem Auto wirfst. Ah, zwei Motoren habe ich. Oh. Geil, jetzt kann ich alles. Oh. Jetzt hätte ich nicht schon genug Zeit verloren, weißt du? Nein, jetzt kann ich hier durch die Gegend laufen und alles per Hand aufpicken. Eigentlich ist doch irgendwas unterm Auto gelandet, ne? Ja, war klar. Man kann jetzt durch das. Ich habe in den Patch Notes gelesen, man kann am Reifen einsteigen? Nö. Und der Scheiß. Ah, cool. Okay. Keine Ahnung. Entweder habe ich mich verlesen oder ich bin zu blöd zum Lesen. Das stimmt, man kann über den Reifen einsteigen. Vielleicht war das auch ein Witz. Ich weiß es nicht. Ich meine, logisch ist das jetzt nicht wirklich, dass man das können dürfte. So, und der Rest gehört natürlich ins Auto. Aber das Gute ist, wir haben jetzt das Material für den Bären, ne? Für den Bären, für den Bogen. Ich frage mich halt wirklich, reicht es? Reicht es, um einen Bogen zu bauen? Diese vier Stück. Na, zwei würden sogar reichen. Na, okay. Das ist akzeptabel. Okay, wir müssen aber noch mehr bauen. Wir können hier jetzt noch nicht aufhören. Ah, wir brauchen nämlich ein Tanning Rack. Blacksmith brauchen wir auch wieder. So viel zu tun, Leute, ey, so viel zu tun. Wo fangen wir denn an? Ja, wir nehmen auf jeden Fall dieses Rack-Ding ins Kirchenzieher, Tanning Rack. Dafür brauchen wir 8 Bretter. Lashing ist jetzt kein Problem. Nägel können wir auch machen. Okay. Dann holen wir uns mal eine Säge ab. Komm, das wird unsere letzte Amtshandlung heute. Ich will heute halt noch wirklich ein bisschen was reißen. Einfach, wir haben halt nicht mehr so viel Zeit in dieser Staffel. Und ich weiß, ihr mögt dieses Projekt,
Aber dieses Projekt wird ja auch wiederkommen und wahrscheinlich dann noch besser, weil wir dann ein paar Patches übersprungen haben und dann direkt in ein frisches Spiel quasi einsteigen können. So, wir haben diese 8 Bretter. Wir brauchen Lashings und Nägel. Nägel hatte ich noch ein paar, ne? Oh, 10 Stück. Nice. So, Lashings. Treebark. Hatte ich noch mehr Treebark irgendwo gebunkert? Irgendwo hatte ich doch mein Treebark gebunkert, ne? Da haben wir es doch. Jetzt brauche ich nur noch meine Blätter. Gib mir meinen Stoff. Wo ist mein Stoff? Das sind höchstwahrscheinlich nicht genug Blätter, ne? Ich brauche. Wie viel brauche ich? 6. Holy shit. 48 Blätter. Okay. Okay, nein, ich. Wenn ich jetzt Blätter anfange. Ah, wenn ich jetzt 40 Blätter sammle, dann sind wir bei einer Stunde. Wir sparen uns das für morgen auf. Morgen, es könnte sein, dass morgen schon die letzte Folge ist. Weil ich werde gleich mir schon mal Fallout preloaden. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Ansonsten, ich würde sagen, wir machen morgen auf jeden Fall noch eine Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.